Ich weiß, was ich sagen soll. Okay, ich bin doch noch kurz da. Ich muss erst mein Kabel von mir wegmachen. Und ich habe mein Kabel mir aus Versehen ein bisschen in die Haare geklebt. Alter, das könnte Geil! seine Zeit dauern. ja. Und du unterhältst Leute nicht, indem du sagst, ja, ich weiß nicht, über was ich reden soll. Ja, ich soll mich ja unterhalten, ne? Bin ich mir nicht so sicher, ne? Was gibt's hier noch so für politisch unkorrekte Themen? Ich google es mal. Politisch unkorrekte Witze. Oh! Ah, ich reiß mir die Haare raus. Finde ich lustig. Boah, das gibt's nicht, ne? Scheiß, I love STM. Was, I love STM? Gibt's jemanden auf Server, der heißt... Ah, I love STM. Ich laufe nicht STM. Oder was ich auch, wo der gerade hier geschrieben haben, der I love STM, ihr Drecksjuden. Oder ihr Dreckjuden, ne? Aha. Was ich auch total scheiße finde, ist... Ach, warte, mein Headset ist genug aufgeladen, damit ich einfach mit dem Headset mitgehen kann. Damit immer alles auf Deutschland mit den Juden gestorben ist. Immer alles auf Deutschland geschoben wird mit den Juden und mit dem Rassismus. Ich meine, Deutschland war das einzige Land, das ein großes Deal angelegt hat, aber die Alliierten und so waren genauso daran beteiligt wie die Deutschen. Ich meine, nicht ganz so krass, aber man muss sagen, die Alliierten haben jüdische Flüchtlinge aus Deutschland abgeschossen. Wenn die aus Ja. Deutschland abgehauen sind mit dem Boot oder so, sind die Alliierten gekommen und haben da großkalibrig draufgefeuert, bis die Boote untergegangen sind. Ne? Und daran denkt einfach niemand. Ne? Oder woran auch niemand denkt, zurzeit dieses ganze Zeug mit der Russland und so, ne? Dass das auch das gleiche Szenario ist wie im Ersten Weltkrieg. Ein Land wird dermaßen unter Druck gesetzt, bis es sich irgendwann denkt, hey, jetzt zieht jemand immer auf und ab und fuchtelt mit den Händen rum, ich werde immer besser. Dass ich denk, also es wird einfach die ganze Zeit Druck auf ein Land ausgeübt, in dem Fall Russland, das war früher Deutschland, bis sich das Land denkt, okay, jetzt greife ich an, bevor die mich angreifen. Und bam, war der Erste Weltkrieg da. Ne? Und wenn wir nicht aufpassen, dann wird das mit Russland genauso sein. Und mich kotzt das an, dieses ständig, ja, wir versuchen ja zu verhandeln, wir versuchen ja das zu machen, aber Russland will nicht, jetzt sucht doch mal die Schuld bei euch, ganz ehrlich, Leute. Ne? Also, ne? Das ist jetzt schon wieder so ein Thema, wo ich sag, da steckt schon wieder Amerika dahinter. Weil ganz ehrlich, Oh Amerika und Gott. Russland, die sind Länder, die suchen nur einen Grund, sich wieder zu bekriegen. Ne? Die sind ja aktiv auf der Suche danach. Ja. Und es braucht nur einen Tropfen, bis das Fass überläuft. Ne? Und dann, das, was ich gesagt hatte, die Atomraketen werden in Deutschland abgefeuert. Ne? Und dann haben wir das Ja. Problem am Hals. Aber das ist scheißegal. Wir sind ja in Deutschland, die Amis haben uns vor 100 Jahren mal ein bisschen geholfen. Okay, die haben uns schon ziemlich geholfen. Und das dürfen die dann. Dann dürfen die einfach mal unser ganzes Land vernichten. Ich denke echt nicht, damit da irgendjemand was dagegen hätte. Die würden, okay, vielleicht insgeheim, aber ganz ehrlich, kein Land würde öffentlich hingehen. Hallo Amerika, das ging jetzt aber langsam ein bisschen zu weit, ne? Das würde nicht passieren. Die und sich alle denken, ja, es war ja schon die richtige Entscheidung. Ich meine, wenn man sich mal genau übernimmt, ist Obama nicht Präsident von Amerika, sondern Präsident von der Welt. Der hat so gut wie die ganze Welt in der Hand. Man muss sagen, das einzige Fleckchen in der Welt, das er nicht in der Hand hat, ist Russland. Ja. Ne? Und ich glaube, es ist echt ein Glück, damit so viele mit Putin sympathisieren, weil sonst würde eben Amerika bzw. der amerikanische Präsident oder eben die amerikanischen Geheimdienste. Jetzt ist jemand davor da. Das freut mich. Oder eben die amerikanischen Hört Geheimdienste. man das nicht? Nein, ich höre gar nichts. Überhaupt nicht. Das ist sowieso schlimm mit deinem Mikro, weil ich höre allgemein nicht, wenn du da bist und wenn nicht. Oder wenn das Mikro gemutet ist oder wenn nicht. Ich höre keinen Unterschied. Das ist komplett rauschfrei. Ja, das Und finde ich gut. das. Das schrecke ich aber voll, wenn du plötzlich wieder da bist. Normalerweise, früher hat es immer so gemacht: Klick. Und dann warst du wieder da. Dann geht's einfach: Hallo! Ja. Ne? Also wie gesagt, ich finde es echt gut, dass Putin so sympathisiert wird. Sonst würde Amerika, beziehungsweise die Geheimdienste in Amerika, ich will gar nicht wissen, was der amerikanische Putin. Präsident gar nicht weiß. Ich Putin. meine, die amerikanischen Geheimdienste kommen ja immer mit, ja, wir können ja gar nicht alles dem Präsidenten sagen.
das wäre ja zu viel, alles kann der gar nicht wissen. Und ich gebe denen recht, aber ich glaube, damit die auch einfach manche wirklich relevanten Dinge ihm nicht sagen, die Ja. sie ihm eigentlich sagen sollten. Ne? Ich meine, so sind die immer noch, so sind die einfach in der rechtlichen Grauzone. Ich meine, es gibt kein Gesetz, damit der Präsident alles erfahren muss. Wenn er will, dann darf er alles erfahren. Wenn er genau danach fragen würde, dann würde es ihm sagen. Aber wenn er einfach fragt, was gibt's Neues, dann müssen die das nicht sagen, weil die nicht alles erwähnen müssen. Ne? Du weißt ja gar nicht, ich weiß gar nicht, was sich da alles Großes im Hintergrund abspielt. Ja? Jupp. Da gibt's vielleicht 20 Leute auf der Welt, die das wissen. Ja. Und die werden dann gleich umgebracht, wenn sie was sagen. Das ist so, ich warte auch nur auf den Moment, bis Edward Snowden auf geheimnisvolle Weise verschwindet. Und das wird früher oder später passieren. Irgendwann ist er einfach weg. Irgendwann, wenn kein großes Aufsehen mehr drum gemacht wird, dann ist er einfach weg. Ja, Ja. das kann ich euch zu 100% prophezeien. Weil genauso macht das Amerika. Ich meine, es ist ja auch, was ich echt gut von GTA 5 fand, ne? Die Folterszene. Und ich glaube, es ist echt so. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass es echt so ist. Weil man muss einfach mal sagen, Amerika ist ein Land voller Korruption. Ja? Ich meine, Ja. wenn du überlegst, mal, wie viele Polizisten in Amerika korrupt sind, ne? Und die ganzen, zum Beispiel diese ganzen Zufallstode wegen Taser, woher willst du wissen, dass das wirklich alles Zufall war, dass das aus Versehen, damit die eine falsche Bewegung gedeutet haben? Woher willst du wissen, dass das nicht Auftragsmord ist? Das kann sein. Na? Das ist in Deutschland bestimmt auch so. Da hört man ja öfters, dass ein Polizist einfach so Leute erschießt. Ja, Das doch, war ja erst ja, wieder. gab's das nicht kurz, ne? Das weiß der Andi, ne? Das sind alles so interessante Themen. Ich meine, da kannst du ein falsches sagen, eine falsche Sache sagen und schon hast du großen Gegner. Ich Ja. meine, das Problem ist halt, damit die Welt das nicht sieht. Die Welt ist immer noch in dem, ja, Amerika ist gut, Amerika ist toll, Amerika ist die Weltmacht. Ne? Und darin Ja. ist der Großteil der Welt noch. Was eben, wie gesagt, darin liegt, damit das eben einen immer von den, ja, von der älteren Generation, sag ich mal, eingeredet wird, weil für die war es auch so. Ich würde auch total mit den Amerikanern sympathisieren, wenn die mir damals, als ich nichts hatte, Essen gegeben hätten. Ich würde mich total freuen. Ich würde mir denken, ja, geile Amerikaner, ne? Aber das haben die natürlich auch nur gemacht, damit sie jetzt die Scheiße in Deutschland abziehen können, wie die Spionage. Ne? Ich meine, Aha. Amerika mischt sich nirgends ein, wenn sie keinen Sinn dahinter sieht. So, gucken wir uns dieses ganze Zeug, das zurzeit da abgeht, ne? Mit diesen Gruppen da ne, da überall, was es da alles gibt, ne? Diese Leute, die da irgendwo in den Bergen gefangen gehalten worden sind. Warum sagt in Amerika so sich, nee, wir machen da doch nichts? Ne? Ich weiß nicht. Sekunde. Gargamel. Wo war ich? Warum Amerika nichts sagt. Ich habe vergessen, wo ich war. Warum Amerika nichts sagt. Was nicht sagt. Ich habe Ach so, keine Ahnung. warum Amerika da jetzt nichts macht, wo die eigentlich gesagt haben, ja, wir wollen da was machen. Ich denke mal, das ist einfach der Grund. Die dachten, die können sich irgendeinen größeren Nutzen daraus holen. Und jetzt, ja, merken die, das bringt denen überhaupt nichts, wenn die da helfen würden. Also helfen sie nicht. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es genau so ist. Natürlich, man muss sagen, das sind alles nur Vermutungen, die man aufgrund vergangener Ereignisse und eben Leuten wie Edward Snowden sich über logisches Denken rausfinden kann. Allerdings gibt es natürlich keine Garantie, dass das alles stimmt, ne? Ja. Es könnte genauso alles große Scheiße sein, die ich erzähle. Aber ich sag's mal so: ein Großteil davon ist bewiesen wahr. Ich meine zum Beispiel, dass Amerika die Drogenkriege am Leben hält. Das ist Tatsache.
bewiesen war. Genau, bewiesen war. Das ist Tatsache. Das ist nicht irgendein 15-Jähriger, der sowieso von nichts Ahnung hat, sagt das. Nee, das ist Tatsache. Das ist sowieso immer dieses Hauptargument, wenn du noch nicht 50 bist und dann irgendwelche Theorien aufstellst, damit du einfach zu jung bist. Ich weiß nicht warum. Genau. Ich meine es ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe über solche Themen mehr Wissen als der Großteil von Deutschland. Weil du Dokus Beziehungsweise, guckst. es kann sein, damit sich das Wissen ist, sondern die logischen Zusammenhänge erkennen. Wenn der Größte von Deutschland bzw. Europa diese Zusammenhänge auch erkennen erkennen würde, Würden. erkennen würde.